Schau, schau, schau! Die Leute von ATV. Eine Interviewreihe von Charlie aus Wien. Heute zu Gast Julia. Bekannt aus den ATV-Formaten Mein Gemeindebau Österreich sowie Bauer sucht Frau. Die quirlige und fleißige Ikone ist sich für nichts zu schade. Oder besser gesagt, kein Berg ist dir zu hoch, kein Tal zu weit. Ja, werte Gäste, es ist wieder soweit. Mittwoch, 20.15 Uhr, eine neue Folge von Schau, 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 die Leute von ATV. Und wir sind wieder zu Gast bei einem meiner Lieblingsrestaurants, Wirtshäuser, beim Gasthaus Mela, wo wir schon seit Jahren fast täglich hier kommen, weil das Essen so gut ist, das Trinken so gut ist und die Leute so lieb sind da. Und heute darf ich bei uns begrüßen die Julia aus dem Gemeindebau. Servus, Julia. Hallo, Charlie. Hallo. Dich kennt man ja nicht nur aus dem Gemeindebau, sondern auch aus anderen Serien. Richtig. Wo hast du noch mitgespielt überall? Also ich habe mitgemacht in Bauer sucht Frau, das war 2020. Ja. Und da habe ich mitgemacht auch im Kino, beim Franz Klammer war ich dabei. Jetzt sieht man das auch in Netflix. Beim Franz Klammer warst du auch dabei? Ja. Was hast du beim Franz Klammer gemacht in diesem Video? Nein, ich war halt am Anfang dabei, wo er reingekommen ist, wo er sich anmelden muss bei diesem zum Skifahren. Und da sieht man mich genau von Kamera. Wie bist du da reingekommen überhaupt zum Klammer? Also ich habe eine E-Mail bekommen, das war Filmface. Und die haben gesagt, die möchten mich dabei haben. Ich passe dazu. Und ja, dann bin ich dorthin gekommen. Okay. Wunderbar, da kommt schon der Red Bull. Mein Energy. Energy. Wie lange bist du eigentlich schon bei ATV dabei? Wann hat das für dich begonnen? Also es hat für mich begonnen 2020 alles. 2020, das ist eigentlich noch gar nicht so lange. 2022, das sind jetzt 2 Jahre. Ja, genau. Und wenn man das jetzt so sieht, ich meine, du bist relativ oft zu sehen in den Österreich-Sendungen, ja. Das Bauer sucht Frau war vor Gemeindebau, oder? Richtig, richtig. Und wegen dem Bau zur Frau habe ich gefallen für Gemeindebau Österreich und die haben gesagt, ich soll auch da mitmachen. Na gut, jetzt bist du bei Bauer sucht Frau. Kannst du dir überhaupt vorstellen, auf einem Bauernhof zu arbeiten? Ist das was für dich? Genau, es gibt ja die passen auf die Bilder nicht oder umgekehrt, ne? Alles zusammen. Ah, ich mag Schweine. Ja. Die sind ja, gut schlau, weißt du? Die anderen, ja. Also mich macht das nichts aus. Gut, Tiere weiß man ja, sieht man ja, hast du gerne. Aber wenn du hier als Bäuerin arbeiten musst, das ist harte Arbeit. Ja, natürlich. Also es macht Spaß. Und wie lange warst du drin beim Bauer sucht Frau? Da war ich 5 Tage. Wo ist eh relativ lang, ne? Ja, sicher. Ja. Und was gefällt dir besser? Format Bauer sucht Frau Gemeindebau Österreich. Gefällt mir viel besser. Viel besser. Also das ist meine Serie und da geht über mich und das gefällt mir sehr. Ja. Gut, jetzt hat man bei Gemeindebau Österreich gesehen, du hast ja sehr viel mit einer Freundin gedreht, einer Partnerin. Mit der Alice. Ja, muss ich schauen. Na dann nimm du ihn bitte, ich überlasse dir, ich teste ihn heute. Ja, mit der Alice, was ist eigentlich mit der Alice? Gibt es da jetzt noch etwas, wo du mit ihr etwas drehst oder ist das nicht mehr aktuell? Also es ist nicht mehr aktuell, ich drehe dann halt alleine mit Freundinnen, mit anderen. Und der Regisseur hat gesagt, ich soll jetzt nur alleine drehen und die andere möchte nicht mehr. Gut, man hat ja gesehen auch bei Gemeindebau, wie du versucht hast, mit TikTok zu starten. Ja. Du hast so unglücklich aus. Ja, weil ich sehe, alle schauen mich an. Wo? Keiner ist da, Julia. Weil du möchtest gern Fame werden. Und TikTok, wie weit ist das jetzt vorgedrungen? Gibt es viele Follower auf deinem TikTok-Account? Wie bist du zufrieden mit dieser TikTok-Geschichte? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Also mir hat ein Freund mir geholfen. Er hat geschrieben, ich war immer mit Julia, aber jetzt hat er Julia von Gemeindebau. Und wegen dem habe ich jetzt 3.500 oder sowas
Follower. Und machst du das TikTok selber alles? Stellst du die Videos selber alle rein oder macht das wer für dich? Nein, also ich stelle nichts so, ich bin nur live. Ah, du machst hauptsächlich Live-Videos? Ja. Aber es gibt schon einige, wenn man auf den Account geht, gibt es schon einige Videos, die man auch anschauen kann. Ja, schon. Also es gibt so, wo ich mit ihr war, es gibt auch, wo ich alleine bin, auch wo ich mit dem Alex, es gibt auch ein Video mit dem Alex, wo ich ein Interview hatte mit Heinzel und die VIP. Mhm. Da habe ich ein Interview gehabt und dann Elba hatte ich ein Interview gehabt, auch mit dem Alex. Okay. Und hast du andere Formate auch noch, wo du aktiv bist, außer TikTok? Also ja, Instagram habe ich, Facebook habe ich. Das ist eh einiges immer zu tun. Aber du bist doch keine Frau, die sehr gern Männer hat, oder nicht? Ja, schon. Weil ich weiß ja, kann ich mich erinnern, der Kaiserach, da sind ja 4 Männer bei dir gewesen. Hat gesagt, jetzt habe ich 4 Männer. Ja. Hast du gerne Männer? Sind alle wegen mir da. Weißt du, es gibt eine Information im Internet, das kann man lesen. Du hast eine Spirale eingebaut und dann kann ja jeder kommen und gerne ficken. Weißt du das? Steht? Ja. Ja? Warum können sich nicht? Gerne ein paar melden. Ja, sicher. Warum nicht? Ja, das ist super. Die Fragen werden noch schlimmer. Ja, von mir aus. Okay. Ich denke mal sagen, ich habe jetzt eine ganz harte Frage an dich, aber bevor wir das fragen, tun wir ein paar Zettel an das Publikum austeilen, was die jetzt da schreiben. Du stehst auf Männer. Ja. Und du hast eine Beziehung gehabt und deine Beziehung ist aber mit einem anderen Mann fremdgegangen. Ja, schon, das stimmt. Und wo, wie ist dir dabei gegangen? Was sagst du da dazu? Naja, hast du gesagt, was ist jetzt mit dir, Depper? Da jetzt puderst du einen Haver oder was? Ja, also er hat mich betrogen mit einem Mann. Ja, und was, wie ist der Duplex-Version für Frauen und Männer? Ziffer. Und bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nein, Gott sei Dank nicht. Und hast du aktuell eine Beziehung momentan? Ja, ich habe eine Beziehung. Wie sollte denn dein Traumpartner aussehen? Was hättest du gern? Außer Geld am Konto, ich meine, das ist also, das ist mir wurscht. Das ist der Wurscht. Ja, dick, also, dünn, egal, alt, jung, wurscht. Das ist mir wirklich wurscht. Also das soll mir einfach gefallen passen. Mir ist egal, wie alt er ist oder so. Muss dir einfach nur gefallen. Jeden. Ja, ich akzeptiere jeden. Wenn jemand mich so gefällt, wie ich bin, dann liebe ich ihn auch. Du bist nicht so extrem wählerisch, oder? Nein, bin ich nicht. Ja, man weiß ja auch, du bist sehr tierlieb. Ja, das stimmt. Das ist deine Hündin? Genau. Wie lange hast du die Hündin schon? Also ich habe sie seit 6 Jahren. Und man sieht, sie fühlt sich sehr wohl bei dir. Ja. Hast du andere Tiere auch sehr gern? Katzen zum Beispiel? Ja, Katzen. Also ich mag jede, also alle Tiere. Alle Tiere? Außer Schlangen. Außer Schlangen? Ja. Ja, ja, du bist auch gefragt. Na, so viele Fragen, schauen wir mal, ob die alle durchbringen. Erste Frage, warst du schon einmal in einem Sexclub? Sexclub? Meinst du Singerclub? Zum Beispiel. Ja, war ich. Das ist super, oder? Ja. Ja, warum nicht? Früher war ich so oft in einem Singerclub, dass meine Frau gesagt hat, was schon wieder? Bist du dort? Wenn ich da dort bin, und gesagt, schau, ist schon wieder da. Ja, bist ja, du warum nicht? Dort? Bist du eine Lesbe? Lesbe? Hast du gern auch Frauen? Ja, ja. Habe ich gerne. Hast du gerne? Das heißt, du nimmst alles, Frauen oder Männer? Ja. Super. Das. Trinkst du gerne Alkohol? Nicht so. Nicht so. Heute haben wir mehr Energy, Red Bull, ne? Das ist mehr dein Getränk. Bist du gerne eine Hausfrau? Ja, ich bin gerne eine Hausfrau. Tust du gerne kochen? Kochen, putzen, Wohnung herrichten. Ja, ich bin sehr gerne Hausfrau. Kochen, putzen, waschen? Alles. Na wunderbar. So eine Frau will dann jeder haben. Du hast gern Sex. Du hast gern putzen, du hast gern kochen. Ja. Du bist ja ein Lottotreffer, Julia. Ja, das stimmt. Also bitte, ein Lottotreffer zu. Da will wir wissen, bist du schon einmal fremdgegangen, wenn du einen Partner gehabt hast? Naja, schwer zu sagen, also... Na, wenn der Partner mit dir ins Swingerclub geht und jeder tut ein bisschen Action machen, dann ist er halt fremdgegangen, oder? Also, im Swingerclub war ich mit meinem besten Freund. Ja. Und jetzt darfst du doch eine Frage an mich stellen. Was möchtest du von mir gern wissen? Wie findest du mich als Person? Du bist eine sehr offene, direkte, kommunikative Person. Und man kann sich nur wünschen, dass man
so immer wieder solche Partnerinnen hier vor dem Mikrofon, vor der Linse hat, als Interviewpartner, eine bezaubernde Frau. Und was ich auch schon gesehen habe, du bist dir für nichts zu schade. Du hilfst überall mit. Das stimmt. Du tust bei, habe ich gesehen, hast du den Heizer geholfen bei der Verlosung. Ja. Dann warst du bei einem Kebab verkaufen, warst in den Kebabstand drinnen. Also, du bist eine ganz liebenswerte Person. Bei Max Schmiedl habe ich auch geholfen. So, Julia, ich bedanke mich herzlich für das tolle Interview. Danke, natürlich habe ich mich da auch was mitgebracht. Einen schönen Spritz beim Gut Essen, gut Trinken, gut Spritzen. Einen Bär für dich. Danke. Zwei spritzige Getränke, der Charlie Frizzante Spritzer. Dankeschön, Julia. Danke dir von Herzen.